Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Schönes Anspiel. Manu Garcia. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Gibt Einwurf. Schönes Pressing jetzt. Gut geklärt, aber Einwurf. Robin Hack. Mike Franz. So langsam wird es gefährlich. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Mali. Cheryshev. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Rodriguez am Ball. Jetzt der Vorstoß. Dennis Cheryshev. Ja, könnte was werden. Fairer Einsatz hier. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Sie verlieren den Ball. Mike Franz. Bald steht diese Aufgabe in der Champions League an für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen Manchester City. Und das sieht zumindest auf dem Papier nach einer interessanten Begegnung aus. Trejo. Manu Garcia. Cheryshev. Schön, erstmal das Tempo rausgenommen. Jetzt könnte er flanken. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt die Ecke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ah, das gibt Einwurf. Jung. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Den Ball kann er klären. Gutes Anspiel. Viel Platz jetzt auf außen. Das wird jetzt Abschluss geben. Und wir sehen hier den nächsten Gegner der Wölfe. Ja, für sie geht es gegen den VfB Stuttgart im nächsten Bundesligaspiel.
Mali. Und nun Luis Gustavo. Denis Cheryshev. Sie bekommen den Abstoß. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Geht mit einem Wurf weiter. Zuspiel geht hier ins Aus. Es gibt einen Wurf. Jung. Waldemar Anton, Rani Khedira. Den Ball hat er gut geholt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Spiel geht mit einem Wurf weiter. Ball ist wieder weg. William. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Das gibt Einwurf. Mike Franz. Felix Klaus. Ball ist wieder weg. Gut den Ball verteidigt. Ist hier immer noch am Ball. Admir Mehmedi macht das da gut. Den Ball hat er. Gieselmann. Robin Hack. Stindel. Jung. Kurze Flanke. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Anspiel kommt gut. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Die Riesenchance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Was für ein Tor. Hier kommt nochmal die Wiederholung. Der Ball steckt genau unter der Latte ein. Maßarbeit. Hier nochmal dieser Treffer. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein.
Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Auf geht's los, 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ricardo Rodriguez. Mali. Memedi. Jetzt Luis Gustavo. Jonas Mali. Ah, sie verlieren den Ball. Mali. Trejo. Kollegen bieten sich an. Klasse Aktion da. Cheryshev. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da müssen sie aufpassen. Stindl kann erstmal befreien. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Da kommt die Flanke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Und Luis Gustavo. Trejo. Und jetzt Luis Gustavo. So, klappt's jetzt vielleicht für die Wolfsburger. Schöner Pass. Gefährlich! Und das gibt schon wieder Ecke. Kommt rein. Da können sie klären. Ja, ja, zu unpräzise. Da ist der Ballverlust. Gieselmann. Das gibt einen Einwurf. Stindl. Da ist Platz auf dem Flügel. Ball kommt in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mali. Pass auf die Außenbahn. Trejo.
Luis Gustavo. Dennis. Oh, das könnte was werden. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Ecke kommt in die Mitte. Da können Sie erstmal klären. Mali. Cheryshev. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Hereingabe in die Mitte. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben nochmal Vollgas. Das ist einfach klasse, wie die ihr Team unterstützen. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt der Eckball. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Ja, das ist ein guter Pass. Leitner. Da ist Platz. Jetzt könnte er flanken. Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann macht er das mit ganz viel Übersicht, mit Gefühl. Das ist ein toller Kopfball über den Keeper. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Kolocicak. Memedi. Luis Gustavo am Ball. Super Tackling. Könnte den Konter geben. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. William. Trejo. Am Ball ist Luis Gustavo. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Dennis Cheryshev. Memedi. Gibt Ecke.
Da kommt die Ecke. Da können Sie klären. Verteidigt da den Ballbesitz. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Schönes Pressing jetzt. Stindl. Leitner. Vielleicht die Konterchance. Pass auf den Flügel. Da, der Konter. Gibt Einwurf. Ganz eng. Wäre fast eine Ecke gewesen. Chance zur Flanke jetzt. Das war knapp. Wäre fast ein Eckball gewesen. Ball draußen, gibt Abstoß. Klare Verhältnisse hier, kurz vor dem Ende, 3-0 der Spielstand. Schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der kommende Gegner der Hannoveraner, er heißt Manchester City. Mit einer Leistung wie heute, da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Felix Klaus, Füllkrug. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Den Ball will er nicht hergeben. Yannick Gerhardt. Memedi. Dennis Cheryshev. Gut den Ball verteidigt. William. Jetzt ist es gefährlich. Schirmt den Ball da super ab. Defensiv machen sie es gut. Robin Hack. Jetzt ist Platz für den Konter. Das gibt einen Einwurf. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Gieselmann. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. William. Bruma. Pass auf die Außenbahn. Admir Memedi. Und die Balleroberung, wichtig. Felix Klaus. Macht er gut hier. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf.
kommt jetzt die Flanke. Fast Ecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. In den Strafraum. Der Torwart hält, zumindest er ist halbwegs in Normalform. Ja, er versucht hier zumindest Schlimmeres zu verhindern. Sie kommen über den Flügel. Und jetzt Ricardo Rodriguez. Und jetzt ist der Ball geklärt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sie bleiben dran, auch wenn die Konterchance erstmal vergeben ist. 5 Minuten müssen sie jetzt noch durchhalten. Könnte doch der Angriff könnte was werden. Die Flanke bleibt hängen. Und wieder gibt's eine Ecke. Kurze Ecke. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Erstmal rausgeforstet. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Könnte den Konter geben. Gute Aktion. Kolocicak. Trejo. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe. Felix Klaus. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Bart Stuber am Ball. Sie haben Platz. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. William. Trejo. Das ist Luis Gustavo. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Sieht vielversprechend aus. Dennis Cheryshev. Jetzt Luis Gustavo. Ja, könnte was werden. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber gewinnen dieses Derby. Was für ein Sieg, ausgerechnet im Derby zeigen sie sich in Glanzform. Von diesem Triumph werden die Fans noch lange schwärmen. Kurz deine Einschätzung zu Lars Stindl. Wie hast du ihn heute gesehen? Ja, er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt. Aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade. Aber es hat ja für den Sieg gereicht.